Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Es nennt sich Sonic Adventure DX. Mit einem Gast. Director's Cut. Nein, 213 hier. Ja, der Klugscheißer. Ja, das gehört noch Director's Cut dazu. Guck, da steht's. Ja. Director's Cut. Frisst das so. Wir machen natürlich jeden einzelnen Charakter durch. Adventure. Okay. Ich werde die Trials und die Mission natürlich nicht zeigen. Da bin ich definitiv zu faul. Ja. Big wäre ich definitiv zu faul. Ich hasse Big. Ach ja, übrigens, so mal nebenbei, man muss sich alle Charaktere erst freischalten und anfangen mit Sonic. Yay. Ja. Ach ja. Das Spiel habe ich übrigens nur per Steam und er da, der andere da, hat's für seinen Gamecube. Oh ja. Da ist die Steuerung deutlich besser, habe ich gehört. Ja, definitiv. Okay. Ich werde mal den Death Counter spielen. Ja, viel Spaß. Hey, da ist Tikal. Spoiler. Ein rotes Licht. Ja, natürlich. Im Spiel kann ich das nicht. Ja, kommt noch. Also, ich traue euch den Leuten erstmal zu, dass die Englisch verstehen. Und lesen können. Lesen ist so eine Sache. Ich könnte sie jetzt überschätzen, aber... Man kann sie mal probieren, oder? Ja, kann man mal probieren. So kannst du es ja noch selber übersetzen. Aha. Mein Gott, was ist das denn? Ein blauer Schleimhaufen mit einem Gehirn. Aha. Diese dreckigen Versager. Das ist schon der Hammer. Tötet ihn! Kamehameha und so! Genki Dama tot. Pau. Als ob das gegen einen blauen Schleimhaufen was bringt. Das ist ungefähr so, als würde ich mit dem Messer gegen einen Patriarchen kämpfen. Und das auf Hell on Earth, nicht wahr? Ja. Ja, Sonic natürlich gleich wieder, es wird lustig. Ja, sobald natürlich irgendetwas Schlimmes... Und ihn unbedingt töten will und so weiter... Gleich mal lustig. Chaos Zero. So, man sieht, glaube ich, schon, was seine Schwäche ist. Warte, ich muss jetzt wieder in die Steuerung reinfinden. Ah, fuck! Eins. Ich will in die Steuerung reinfinden. Ich weiß die gar nicht mehr. Also, warte. Das hier ist Aufladen. Was ist... da, springen. Ich versuche die zwei zu ja. So, erster Treffer. Müssen wir abwarten, bis er sich wieder eine Blöße gibt. Bis er wieder in Form kriegt. Ah, so. Tot. Nicht ganz, aber egal. Und besiegt. Hallo, ich sagte. Ja, jetzt macht ja er und jetzt macht er hier. Keine Ahnung. Scheiße. Müssen wir treffen. Aha. Ja, lach nur. Ich glaube, man verliert alle Ringe, ne? Wenn man getroffen wird, nicht nur 10 oder so. In späteren Teilen ist er besiegt. Ja, in späteren Teilen ist das sowieso anders, da verliert man 20 Ringe, wenn ich mich jetzt nicht irre. Pro Treffer. Oh mein Gott! Boah, ein Ring! Also wir sind echt reich. Was kann man mit den Ringen machen? Da kann man sich am Schwarzmarkt was kaufen für den Schaugarten. Genau. Den müssen wir wahrscheinlich auch noch zeigen, oder? Ja, den werde ich auch noch zeigen. Vor allem auch die beiden verschiedenen Special-Eier. Beziehungsweise den Rei. Wobei ich den hier nicht so gut finde wie den im zweiten Teil. Echt? Ich finde den Zweier definitiv besser. Das will ich aber auch noch let's playen. Oh mein Gott, das ist eine Kanalisation. Das ist ein Stinker. Ja, der geht jetzt nach Hause. Kann doch sein. Blinken da seine komischen Knöpfe? Ja. Ah, Robotnik, beziehungsweise... Der Headbanged. Oh, der ist Mettler. Deswegen ist er auch böse, oder was? Vorurteile, oh. Überall. Ja, klar. Das mache ich auch immer. Wer nicht? Die Liga ist größer als er. Das ist krass. Oh mein Gott, Tails. Die sieht in diesem Teil irgendwie ziemlich orange aus. Jo. Und tschüss. Ja. Und ein normaler Fuchs würde einen Flugzeugabschuss wahrscheinlich nicht überleben.
Du weißt schon, welches Spiel wir hier spielen. Stimmt. Da kann niemand sterben. Solange du einen Ring hast, passiert dir gar nichts. Übrigens, man kann sich hier drin ersäufen. Echt? Ja. Muss nur ein bisschen abwarten. Das würde ich sehen. Ich würde es auch sehen. Okay, worüber reden wir jetzt, solange er absäuft? Allein schon deswegen, dass Sonic Angst vor Wasser hat, schon mal, könnten wir drüber reden. Oh mein Gott! Hört ihr die Musik? Fick dich. Wow, spring. Oh. Ich hasse die Tasten. Emerald Coast, Stage 1. Smaragdkiste? Oder Küste? Ja, nicht Kiste. Man kann jedes Level, wenn ich jetzt dreimal machen, oder? Wie dreimal? Also jedes Level hatte drei oder vier verschiedene Herausforderungen. Einmal auf Zeit bestimmte Ringe sammeln oder so ein Scheiß und tot. Doch nicht. Ich lebe! Oh Mann, jetzt hast du überlebt. Ja, schlimm. Ja, ach, keine Ahnung mehr. Irgendwie so war das. Das ist aber in den meisten Spielen so. Ich hab meistens immer nur die Zeitherausforderung gemacht. Also Sonic-Spiele generell auf 100% finde ich ziemlich krass. Kann ich niemandem empfehlen. Das war dumm. Ja, du bist tot. Zwei. Hey, du bist tot. Na toll, das darf ich mir jetzt die ganze Zeit anhören. Ja, darfst du. Super. Das mache ich nur für euch, Leute. Dafür da muss ich diesen... Klar. Dieses App tragen. Oh, denkst du, ne? Ach, verdammt, hätte er klappen können. Nein, darauf falle ich nicht rein. Hey, ein Wal oder ein Orca, Lina. Verdammt. Ja, das ist ein Orca. Mein Gott, der könnte uns fast erreichen. Ja, Gott sei Dank bist du der schnellste Igel der Welt, ne? Ja, Gott sei Dank. Ach, ja. Eigentlich kannst du es nicht gegen den Orca verkacken. Doch, doch, es gibt Leute, die bleiben da einfach stehen, weil die falsche Richtung drücken oder so. Das stimmt. Wie zum Beispiel du. Nee, ich bin noch nie bei dem gestorben. Ich auch noch nicht, aber wieso habe ich gerade bei dem Felsen rumgebackt? Kannst du mir das weg? Keine Ahnung. Also definitiv hat Sonic diesmal leiden. Oh mein Gott. Andere Musik. Was sagt uns das? Richtig, wir können an der Wand laufen. Speed up? Ah, die Musik finde ich mal cool, wenn man so ein Speed up einsammelt. Fail. Dum, 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 da, dum. Ein Wasserläufer. Aha, du musst sterben. Ach, hab dich nicht getroffen. Jetzt ist er tot. So, die Tiere haben einen bestimmten Zweck sogar in diesem Spiel. Ja, genauso wie die Ringe. Die haben im Prinzip fast denselben. Oh. Ja. Hahaha. Also beides dient theoretisch nur dazu, den Shaogan zu fördern. Da war eine Ringkiste. Ja, und die hole ich mir trotzdem nicht. Es waren nur 10 Ringe. Ich brauche kein Geld. Da denkst du ernsthaft, ich werde den Shaogan jetzt ausbauen bis zum geht nicht mehr. Ja. Nein? Warum sollte ich das tun? Ich mag Shaos. Vor allem den Golden. Ja, Shaos sind auch gut. Okay, der Silber ist auch cool. Ja, und der Schwarze vor allen Dingen, ne? Es gibt ja viele Schau-Eier spezielle, aber es gibt zwei ganz spezielle. Die muss man sich nämlich, es gibt drei ganz spezielle, die man sich während des Spiels holen muss. Die kann man drei? Ich hab gedacht zwei. Nee, eins gibt's ja noch in der Base von Eggman. Oh, ah ja, stimmt, das ist eine schwarze, ne? Ja, genau, und auf diesem Plattform müssen wir einfach A mashen, dann sind wir irgendwo anders. Boah, für eine präzise Beschreibung, nicht wahr? Ja. Was zur Hölle? Drei. Leck mich. Was? Hey, drei. Oh mein Gott, ich muss da drauf springen. Also Leute, immerhin schön in den Kommentaren schreiben, wie viele Tode er gehabt hat. Das mag er ganz besonders. Nein. Nur das am Ende schreiben, oder was? Genau. Ja, klar. Jetzt bist du eh gleich am Ziel. Ja, endlich. Wow, die erste Stage, die war so anspruchsvoll. Die war auch anspruchsvoll. Ja, zum Teil. Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Oh mein Gott, das sind erstmal die ganzen Scores ausgezählt. Oh mein Gott, das Runterladen ist auf 99,9%. Er lädt gerade Skyrim runter. Ja, 100%. Dauert abgeschlossen. So, deine Hose ist jetzt total mit einem Gückchen gefüllt. Woher weißt du das? Keine Ahnung. Den Spruch Long Time No See in jedem Spiel von Sonic kommt der vor, mindestens einmal.
Ja, stimmt. Das aber sagt er in Shadow the Hedgehog, sagt er es zu Shadow. Ganz am Anfang. Mhm. In Sonic the Hedgehog für die PS, für die Xbox sagt Rouge, wenn ich mich jetzt nicht irre. In Sonic Adventure 2 kommt der Spruch auch vor, also das ist fast überall, wie der abgeht. Ja, wahrscheinlich ist jetzt auch seine Hose voll. Wahrscheinlich. Unlimited Power, ja, wie immer. Ich mag Unlimited Power. Ja, nicht. Workshop. Mhm. Was machen wir da? Basteln wir Sachen? Wir machen wir machen Wörterschlangen. So wie gewisse Leute auf ihrem Gymnasium es machen, nicht wahr? Nun können wir mit Tails spielen. Boah, geil. Mein Gott. Ja, ist doch krass, oder? Ja, Tails ist schon richtig schlimm. Man kann später, der ist voll der Breakdancer. Ja. Ich mochte es lieber mit Tails zu spielen als mit Sonic. Einfach weil er fliegen kann und zwei Schwänze hat, nicht wahr? Nee, nur wegen dem Fliegen. Hm, klar. Wieso holst du nicht das Gold. Ah, nee, das goldene Schauer kannst du noch nicht holen, ne? Nein, da brauche ich jetzt erst den Light Dash. Oder brauchte ich Tails? Echt? Oder brauchte ich Tails? Nein, dafür? Das ging mit Sonic. Du musst dann Stein aufsammeln, dann musst du dein Geschäft rein, den Stein dort ab. Oh, ein Boss. Schon wieder. Hast du das Spiel nicht vorhin auf Deutsch gestellt? Hab ich. Sehr deutsch. Oh mein Gott. Dem Spiel wird ja übrigens zum ersten Mal Dr. Eggman genannt, ne? Ja. Was für mich total keinen Sinn macht, weil ich Robotnik zum einmal besser finde. Ich glaube, das könnte auch daran liegen, dass es dann keine Missverständnisse wegen dem zweiten Teil gibt oder generell. Weil sein Großvater heißt auch Dr. Robotnik. So wird so genannt. Jo. Ich glaube, den Boss, den kannst du richtig glitschen. Den kann man glitschen, dass man den noch einmal pwnt, aber das kriege ich nicht hin. Das hat er immer gemacht. Grinst. Oh mein Gott. Wir haben totale Angst vor einer. Komm schon, ich will den Screen sehen. Nein, du willst es nicht sehen. Doch. Du willst es nicht sehen. Einer. Eier. Weib. Hornisse. Hornet. Der dümmste Name ever. Wieso eine Hornisse? Das hat keinerlei Ähnlichkeit mit einer Hornisse. Du musst ja immer noch die ganze Zeit mit drauf smashen mit der Attacke, halt mit der Springattacke. Homing Attack. Du musst die ganze Zeit drauf smashen. Tot. Hoppala. Oh, hab ich dir wehgetan. Was ist das? Du hast ihn mit einem Glitch getötet, ich hasse dich. Ja, klar. Jetzt bin ich wieder schuld. Du bist doch jetzt eigentlich den Glitch. Ja. Oh, 43 Ringen. Nein, Andrew ist der Glitcher. Stimmt. Mit 43 Ringen können wir uns jetzt gar nichts kaufen. Nichts leisten. Es gibt Objekte im Shop oder beim Schwarzmarkt, die kosten 2000 Ringe. Oh ja. Glaube ich. Ja. So, jetzt kommt das Witzige. Weil Eggman hat nämlich telekinetische Kräfte. Schaut euch das mal an. Blub, blub, blub. Ja genau, Chaos nomst jetzt den Chaos Emerald auf. Ich sehe sein Hirn. Ich auch. Nein, wirklich, Sonic Boy, deine Kombinationsgabe ist unglaublich. Er ist ein Transformer! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie der Eggman dabei abgeht. Ja, das ist der Hammer. Vor allem sieht Eggman immer aus, wäre betrunken mit seiner roten Nase. Das ist ein riesiger Arm. Mhm. Ich finde es dumm, also man kann nicht gegen jede Form von seiner Transformation kämpfen. Nur gegen 1, 2 und 4, 5. Nee, 6 gegen und 1 7. Gegen 1 kämpft man nicht. Leider nicht. Das ist sicher auch ein interessanter